Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Pathmos Duo Laufwerk, Werk, Lives, den besten Server, hoffentlich eure Server, jetzt gelöst, 3, 2, 1, 1 und jetzt bumm. So, das wäre DK World, eine brandneue Map. Ich hatte es schon gesagt, es gibt neue Maps auf Bergwerk Labs und das ist eine davon und die wurde gebaut von Flexo und Chewy und der ist hier in der Aufnahme. Hallo! Hallo! Das ist deine Map? Ja. Spielt deine Map? Ja, ist deine Map? Das ist was Tolles jetzt hier. Du musst dich jetzt freuen. Ja. Freue dich! Ich hab mich auch unglaublich gefreut. Als diese Map rauskam, habe ich gefühlte 4 Stunden an den Schildernbändern gestanden und gewartet, bis sie kam. Sie kam. Aber jetzt. Und letztendlich habe ich sie 4 Tage nach Release erst gespielt. Oh, okay. Weil ich nicht dazu. Weil ich habe immer gewartet und es kam über die Map. Fand ich schade. So, du kannst ja gleich mal ein bisschen was dazu sagen. Also. Die Map vom Aufbau her, wie würdest du das beschreiben? Also ich sehe ja schon, es sind verschiedene Spielautomaten hier gebaut, ne? Genau. Die Map funktioniert so, jede Base stellt einen riesen Spielautomaten dar. Jeder hat das Spiel Donkey Kong in sich. Unten der eine Button. Wenn ich richtig erinnere, müsste das der A-Button sein. Der beinhaltet Eisen. Du musst dich gar nicht nach unten bauen, es gibt eine Treppe links und rechts. Oh. Ja gut, stimmt. Und dann gibt es Leitern. Man kann nämlich entweder durch die Leitern zu Bett kommen oder man baut sich natürlich hoch. Mhm. Okay. So, und das Ganze so, wir fingen halt an mit den Automaten, nicht mit Flexo. Und haben halt erstmal ohne Thema einfach nur Automaten gebaut und kamen dann letztendlich dazu, einfach raus Donkey Kong zu machen, als wir in das Spiel einbauten, weil ich dann super Ideen fand, halt auf die Mitte. Ja. Weil die Mitte ist also eine kleine Anekdote an King Kong, die Nintendo irgendwann auf dem Werbebanner hatte, wo statt King Kong halt Donkey Kong das guten Wolkenkratzer hier hochklettert und dann ist es so, dass Mario in seinem Flugzeug versucht, Peach aus Donkey Kongs Händen rein. Ich weiß gar nicht, ob man das von hier aus sehen kann, also das Flugzeug ist erkennbar, aber... Da sitzt auch Mario drin. Da sitzt er, genau, stimmt. Ja, stimmt. Also ich finde auch die Automaten sehr, sehr schön gemacht. Wie lange habt ihr gebraucht für die Map? Also, als wir die Map dann... Guck mal, Achtung, hier, Chewy, übrigens hier, guck mal, Chewy, ganz kurz, Chewy, hier. Als wir die als erstes Mal im Forum reingebracht haben, haben wir einen kompletten Tag lang gebaut. Okay. Also von morgens bis abends, abends haben wir sie dann eingereicht. Also es war sehr zeitaufwendig. Aber das Gute war halt, dass wir direkt die Ideen hatten. Oh ja, fuck. So, wo ist das Bett? Da oben, ne? Bett ist oben. Genau. Da, wo da normalerweise Peach ist. Und Donkey Kong mit den wunderbaren... Oh. Aber mir fällt nur das englische Wort ein. Barrels. Die Barrels. Oh. Da kommt gerade jemand. Oh ja. Und der Lag des Todes. Ja. Regeln wir kurz mal. Hui. Ah. War da noch einer? Ja, den hat Olke gerade. Ja, okay. Warte, lieber Olke ist hier. Grüße bitte. Das kannst du mal sehen, Oh, jetzt hätte ich ihn. Und Blau kommt auch zu uns. Ich glaube, die wissen alle, dass ich dabei bin. Ja, natürlich. Außerdem haben wir ja den schönsten Automaten, den weißen. So. Das ist ja so eine schöne Ausstrahlung. Ach, da kommt der Blaue zu uns. Vielleicht könntest du dich bewegen. Ich bleib mal hier. Oh. Ups. Ja gut, so kann man es auch machen. Ich habe übrigens ein Ei. Mhm. Und ich bin auch gewillt, es zu benutzen. Kann ich mich mit dem Ei irgendwie besser zum Bett bauen? Ist das irgendwie eine Möglichkeit? Du könntest dich nach oben werfen. Einfach schon direkt in eine bessere Position. Das Bett ist also sozusagen nicht auf den drauf, sondern im Automaten ein bisschen höher angesiedelt vom Bildschirm her. Aha. Würdest du das Bett besser erreichen. Weil sonst, wenn du dich hochbaust von unten, können sie sich halt relativ leicht über die Leitern abwehren. Okay, also ich sehe es noch nicht so ganz. Ich probiere es mal. Dass du sozusagen halt ein bisschen höher wirst, okay. Aber noch im Bildschirm triffst. Wir könnten auch statt zu grün, könnten wir auch einfach zu Gold gehen. Das wäre vielleicht. Oder zu blau. Ja, blau. Wäre auch eine Variante. Ja. Ich warte nämlich auf dem Weg hin. Ja, okay. Wer folgen möchte. Er ist auf dem Weg nach Vatania City. Ich habe halt echt ein bisschen Panik, ne? Dass die uns jetzt hier gleich das Bett kaputt machen. Chewy, kannst du bannen, wird da gefragt. Nein. Bist du da, Achtung, da kommen ganz viele Menschen. Ja. Das war nicht unser Bett.
Oh. Gut, das war aber ich. Oh, schade, ich dachte, du hättest noch ein bisschen länger ablenken können. Nein! Bin runtergefallen. Ah, Hilfe, es ist so, es laggt. Ah, Leute. Ah, die Map ist schön. Mhm. Ja, das ist halt eine Map. Da habe ich mich sehr darauf gefreut, sie letztendlich mal aufzuspielen. Weil es natürlich was anderes, wenn du die einfach nur testest und ein bisschen rumfliegst, als die letztendlich dann wirklich zu spielen. Oh, Olka ist mit bei mir. Der hat's abgebaut. Der hat's abgebaut, der kleine Schlingel. Der geholfen. Kleine Schlingel. Mhm. Der ist voll gut. Oh, der hat sogar einen Seelenstein gesetzt. Der rasiert hier richtig. Der geht gerade richtig ab. Aber schön, ist ein bisschen dunkel, die Map. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich versuche mal, ich will mal die Shader ausmachen. Ich will mal gucken, wie es aussieht, wenn ich die Shader ausmache. Oh ja, Also, nein! Halt. Oh, ich habe ihn gerettet. Oh, da kommt ein Goldner zu uns. Ja. Ja, der hackt auch. Der hat... Der hat an, ne? Ja. Hat er an. Ja, der hat an. Der hat an. Bett und das wird wahrscheinlich auch gleich unser Bett Leute, sein. Der hat an. Ja. Leute, der hat an. Wird es wahrscheinlich gleich gewesen sein mit unserem Bett. Nein, deswegen. Ich eile, ich renne, ich laufe. Bringt dir nichts mehr. Doch. Chewie nicht sterben. Vielleicht wäre ganz schön, ich sitze hier mit einem halben Herz in der Mitte. Wenn hier unten mal... Wuhu, ich habe getötet. Chewie, bitte, bitte, nein! Das ist von der Welt. Nein! Chewie, nein! Also ich habe zwei Herzen, ne? Oh Gott, wo bist du? Lauf! In der Mitte, mit Orkel. Ach so, er kauft einen bei uns. Warte, da kann ich jetzt sehen, dass er keinen Knockback hat. Er hat aber Knockback. Also eben gerade hat er keinen Knockback. Wahrscheinlich ist es jemand, der... gibt ja auch diese Funktion, man. Ja, oder es laggt einfach. Bei manchen Hacks, dass du einfach... Jetzt hat er keinen Knockback mehr. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Hä? Achso, ich hab einen Seelenstein. Nein! Oh Gott, ich hab's... Nein! Nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist so ärgerlich. Oh Mann, ich hatte ja noch einen Seelenstein. Oh, aber jetzt kann ich nochmal, jetzt können wir nochmal gucken. Wie heißt der? Wie hieß der nochmal? Julian. Julian kauft ein. Alter, ich weiß es. Aber dann kannst du dir ja schon mal den Teleporter angucken. War bestimmt bei dir noch nicht gesehen. Ja, das stimmt. Da stellt nämlich. Ah, ein Fass. Die wunderbaren Fässer von Donkey Kong vor. Cool. Wo du ja in Donkey Kong Country, in Donkey Kong Country Returns, in denen wirst du ja mit den Fässern sozusagen wie mit einer Kanone rumgeschossen. Und das habe ich mir als Teleporter eigentlich ganz cool vorgestellt, weil es ja eigentlich auch ähnlich ist hier. Ja. Du bist ja sozusagen von Base zu Base geschossen. Ey Leute, der ist hinter euch, ne? Ich weiß, dass man nicht ghosten soll, aber ich will halt den Hacker ganz gern. Also, wenn ihr irgendwie einen Bogen hättet oder so, damit ihr den so ein bisschen locken könntet, das wäre halt schon ganz nice. Das war's mit euch, ey. Schade. Schade jetzt. Ein bisschen, schade. Ja, muss ich auch sagen. So, jetzt gibt's einen harten Clash. Überhaupt nicht alleine. Jetzt gibt's einen richtig harten Fight. Oh. Ja, da sieht man's eventuell. Ja. Ist er nicht kurz auch geflogen? Ja, er fliegt. Hast du gesehen? Nee. Er ist kurz geflogen. Süß. Du hast übrigens... Oh, da ist ein Seelenstein. Das bringt mir eh nichts. Doch, du kannst dich mit Eisen ausrüsten in einem Pipapo. Da wäre ganz nice. Das ist sowas so. Den Hackern auf der Spur auf Bergwerk Labs. Julie. Zurzeit haben wir sowieso ein kleines Problemchen mit Hackern. Da arbeiten wir hart dran. Oh, er bleibt stehen. Der muss seine Hacks activaten jetzt erstmal. Activated his Hacks. Oder er wartet einfach auf seine Freunde. Ja, auf J30457. Und jetzt kommt er, Julian. Julian, du bist der King. Und er fliegt. Ja, du wirst einmal in Rio ganz vielleicht groß sein. Bei den Olympischen Spielen. Toll. Danke für den Report, Julian. Nice. Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Ich hoffe, es ist was Brauchbares dabei. Leute, das ist die Map Donkey Kong. Unbedingt selber auch mal spielen. Eine neue Bad Wars Map auf Bergwerk Labs. In dem besten Server, hoffentlich inzwischen eure Serverliste. Und Dankeschön, Chewie, dass du das Ganze so ein bisschen vorgestellt hast hier. Gerne doch. Und wir können ja auch in naher Zukunft die Map einfach nochmal spielen, nochmal aufnehmen. Und dann rasieren wir, mein Freund, dann rasieren wir. Das ist ein Wort. Ihr Lieben, vielen Dank. Oh, danke auch an Olkay, der hat auch gut rasiert, muss man mal ganz klar sagen. Das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich, sage Good Game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.